Moin. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Legend. Aber was schon? Und wir reden mal mit diesem... Halt, was Bricks. Willst du? Darf ich was zu essen haben? Lässt du mich rein? Lou war erfreut, dass du ihm unter die Arme gegriffen hast. Die Sache mit dem Auge hast du ja wenigstens für mich geregelt. Junge, das reicht noch lange nicht, was du bisher gemacht hast. Sei nicht so faul und bewege deinen Hintern. Ich will dich nicht wiedersehen, bevor du einige Leute überzeugt hast. Okay, ich muss ins Crepe, das weiß ich. Um dort mit diesem Pascal zu reden. Einerseits, um seine Schulden hier einzutreiben und andererseits, um sein Geschäft lahmzulegen. Wie einer das von mir aus dem oberen Viertel verlangt hat. Einziges Problem ist, ich habe jetzt natürlich weder einen Teleport zu Karlshof noch... zum Crepe selber, deshalb. Was wäre denn das Schnellste? Ich glaube, das verlassene Minendorf. Da wäre ich, glaube ich, am schnellsten. Ja, ich glaube, hier wäre ich... Von hier aus wäre ich wirklich am schnellsten. Oh, warte mal, ich habe doch einen Speedtrank aufgesammelt, oder? Ich habe doch hier... Trank der Geschwindigkeit. Ah. Toll. Damit bin ich doch... recht flott unterwegs, möchte ich meinen. So, schauen wir mal. Ja, die letzten zwei Folgen sind leider noch nicht raus, deshalb kann ich da jetzt noch nicht so ganz auf Kommentare eingehen. Ich denke, ihr, die werte Zuschauerschaft, werdet das verstehen. Daher sehe ich, was das angeht, kein Problem. Hier lang muss ich. So. Auf ins Crepe. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich von hier aus finde. Was ist das denn für ein Jägerlager? Ach, das ist der Steinbruch. Ah ja, perfekt. Da bin ich ja ganz in der Nähe. Tja, was war das denn jetzt für ein Laden? Aber hier haben wir doch das Crepe. So, Pascal, jetzt geht's dem am Kragen. So, mal schauen, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch erwünscht bin, ich denke nicht. Kann mir vorstellen, dass mich die Truppen raus, also hier der Schlägertrupp rausschmeißt. So. Ach nee, warte mal. Ah, ich trottel. Ich hätte ja erstmal mir aus diesen Schattenläuferknochen von dem Maler in der Stadt mir gezinkte Würfel anfertigen lassen müssen. Das machen wir erstmal. Dann speichere ich das Crepe mal wieder als Speicherpunkt ein und lass mir nochmal in der Stadt die Würfel bauen. Das habe ich ganz vergessen. Ist ja damit, dann regeln wir das gleich mal so zwei Fliegen mit einer Klatsche. Speichern wir das Crepe mal für den Hafen ein. Ich war jetzt schon lange nicht mehr im Hafen, wer weiß, wann ich da wieder hin muss. Laufen geht immer noch. Okay, jetzt muss ich diesen Maler erstmal wieder finden. Dessen Name mir wieder entfallen ist. Wie hieß denn der gleich? Pico Virtuoso, hey, genau. Ja. Ich brauche Spielwürfel. Tatsächlich? Ja, sie sollten aus Schattenläuferknochen sein. Wieso bist du eigentlich so aufgeregt darüber? Endlich kriege ich mal wieder einen aufregenden Auftrag. Ich liebe die Malerei, doch es ödet mich manchmal an, immer dieselben Bilder malen zu müssen. Ich liebe neue Sachen. Gut, kannst du mir die machen? Okay, dann gib mir mal den Schattenläuferknochen. Da hast du einen. Gut, komm einfach morgen wieder. Ich setze mich sofort ran. Super. Das heißt, wir können uns erstmal irgendwo aufs Ohr hauen. Andere Sache, ich habe noch Schmiederohlinge. Die kann ich eigentlich mal noch gleich direkt verarbeiten. So.
2 oder so habe ich. Da kann ich ja gleich noch ein bisschen Geld mitnehmen. Womit denn? Im Geld können wir ja gleich Pilko Virtuoso bezahlen. So. Natürlich schmieden wir die edlen Langschwerter. Geben die auch gleich direkt ab. Warte mal. Maurice! So. Ich habe einige Waffen geschmiedet. Gut, gib her. Fein, hier sind deine Roperi. Das heißt, ich hatte schon mal 2 gemacht. 1200, na schön, ey. Richtig nice, richtig nice. Wie Geld man einfach mit Schmieden verdient, so, das ist halt so geil. Ich weiß immer noch nicht, wessen Zimmer oder wessen Raum das hier eigentlich ist. Beziehungsweise wessen Unterkunft dieser Raum hier darstellt. Auf jeden Fall ist es jetzt meiner mit einer Katze. So, dann gehen wir mal zu Pico Virtuoso. Mittelständischer Bürger. Ach Mist, er steht nicht an seinem Malpult. So ein Dreck. Wo hat er denn nochmal gewohnt? Weiß es gerade nicht. So ein Mist. Hat er hier irgendwo gewohnt? Hallo? Naja gut, ich hau mich mal bis zum Mittag aufs Ohr. Da wird ja mittags, wird er ja wahrscheinlich da dran stehen an dem Teil. Nehme ich jetzt zumindest mal an. So. Ach, da ist er. Wunderbar. Sein knallrotes Käppchen verrät ihn. Die Würfel sind fertig. Da hast du sie. Ich habe zu danken. Vor allem, ich habe dem nichts bezahlt dafür, oder? So, Konkurrenz hieß die Quest. Ich soll ihn beim Glücksspiel genauso abzocken, wie er es bei den Bauern und einfachen Leuten macht. Ich soll das erstes von Pico versus 2 Würfel und Schattenläufer genau, die denen von Pascal identisch sind. Aha, ich sollte Gregorius aufsuchen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Okay, na das machen wir doch. Gregorius Emanuel Stahlbart. Apropos Stahlbart, ich weiß jetzt übrigens, wo dir her dieser Begriff Stahlbart kommt. Wenn ich mir zum Beispiel 2-3 Tage den Bart nicht einöle, die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Dann fühlt er sich wirklich an wie Stahlwolle. Ich denke, das wurde als Inspiration für Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart genommen aus der Risen-Serie. Für die, die gerade nicht wissen, wovon ich rede. Ich denke, die meisten von euch wissen, was Risen ist. Und wissen auch, wer Kapitän Stahlbart ist. Also er wird dann schon echt manchmal hart und kratzig wie Stahlwolle. Jetzt geht's noch bei mir gerade. Ich habe vorgestern das letzte Mal geölt, aber ich denke mal, morgen wäre das schon deutlich krasser. Ich habe kurz mir überlegt, wie das wohl aussehen würde, wenn ich mit meinem Bart so Töpfe auskratze oder so Serrankochfeld abkratze mit irgendwas. Das ist ja ganz schön krank. Ja. Da hinten ist der Forien. Gregorius, der stand doch hier mal irgendwo rum, oder? Der gute Dandarius, Boltern. Ja, so ein Mist aber auch. Rizzy kann ich nicht ansprechen. Borin hingegen schon. Mist, wo finde ich den denn jetzt nochmal? Ja, der ist auch manchmal durch die Stadt gelaufen. Wenn ich jetzt anfange, den so zu suchen, dann werde ich ja nie fertig. Deshalb habe ich jetzt gerade mich spontan dazu entschlossen, jetzt nochmal bis nachmittags zu schlafen, falls das möglich ist. Giselle, du bist doch die Frau von dem, oder? Nee. Oh Gott, bloß nichts mitnehmen. Ah, da kommt gleich meine Bettwärmungsfrau, die sich gleich mit dazulegt. Stell euch mal vor, die Reichen so im Mittelalter haben Frauen engagiert und bezahlt, dass sie mit ihnen ins Bett gehen. Aber nicht, um mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben, sondern einfach nur, um ihnen das Bett warm zu halten.
Na, damit bitte, wenn die abends ins Bett gehen, nicht kein kaltes Bett haben, so. Das ist der Job. So, ja, man doch. Hey. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich habe die Spielwürfel. Gut. Dann gib sie mir und ich lasse sie dann mal so manipulieren, genau das dass du bei seinem Spiel lustige 7 fast immer gewinnst. Komm in 2 Stunden wieder, dann habe ich die Dinger modifiziert. Spiel aber nur dieses Spiel mit ihm, sonst sind deine Chancen genauso hoch wie von jedem anderen Bauern. 2 Stunden? Alles klar, ich komme dann mal morgen wieder. Die Performance hier im oberen Viertel ist schon echt hart an der Grenze, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist schon wirklich hart manchmal. Das ist schon manchmal echt hart an der Grenze hier. Nee, ich hätte bis zum nächsten Mittag schlafen müssen. Jetzt weiß ich doch nicht, wo der wieder ist. Mann, jetzt haben wir schon 11 Minuten verschwendet hier. Krass, früher, wo ich die Aufnahmen noch so 15 Minuten hab lang sein lassen, so wie es früher der Standard war, hätte ich ja nichts geschafft in dieser Folge. War wirklich rein gar nichts. Hätte ich geschafft. Boah, spring. Das gibt's doch nicht. Ich hab bis Nachmittag geschlafen, oder? Tja, bis ich den jetzt wiederfinde. Scheiße. Ach, warte mal, Syrer. Hier wohnt er doch, oder? Diese Rothaarige, mit dem der sich ständig unterhält, ist das nicht seine Frau? Nee, der ist hier nicht. Und habe ich immer geschlafen? Ich glaube bis Nachmittag, ne? Dieses Ruckeln, ne? Das ist schon echt brutal. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So, hier ist er. Die Würfel sind jetzt endlich fertig. Du solltest jetzt zu Pascal gehen und ihm die Lektion seines Lebens verpassen. Gut, das werde ich. So, endlich. Auf zum Kreb. Da wird gezockt. Die kleine Nachtmusik ist echt ein schöner Song. Seid. Spielherausforderungen und Würfeln austauschen. Ich möchte dich zu einer Runde lustige 7 herausfordern. Ha, hervorragend. Ich bin jederzeit bereit. Lass uns spielen. Was darf's denn sein? Wie geht da denn schon? Ich möchte die lustige 7 spielen. Na, was soll denn deine Güte da werden? Sturz betrunken. Lass mal die 4. Ich setze auf die 4. Sicher? Na ja, ist ja deine Wahl. Wie viel möchtest du? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. 10. Die Wetten sind platziert. Möge das Spiel beginnen. Habe ich gewonnen? Nein, leider nicht. Aber beim nächsten Mal hast du bestimmt Glück. Hä? Na gut, dann setze ich mal die 9. Ich setze auf die 9. Sicher? Na ja, ist ja deine Wahl. Wie viel möchtest du setzen? Seit. 50. Einsatz wiederholen, Wette platzieren. Die Wetten sind platziert. Ja, ich habe schon wieder verloren. Habe ich gewonnen? Nein, leider nicht. Aber hä? Nächsten Mal hast du da schon freiwillig hin.
Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hab jetzt... Ich denke, ich gewinne die ganze Zeit. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe die Würfel ausgetauscht. Hä? Aber was mache ich denn falsch? Du. Nein, ich mag ansprechen. Mag's mir egal. Doch. Hört doch immer diese... Mann, was für eine Scheiße. Mann, oh, so eine Scheiße. So, ich habe die Angelegenheit mal hier geklärt eben. Und die Sache ist, ich weiß jetzt nicht so richtig, Lass uns spielen. Was darf's denn sein? Wie ich diese lustige 7 gewinnen soll. Ich möchte die lustige 7 spielen. Na, was? Ich setze auf die 7. Sicher? Naja, ist ja deine Wahl. Wie viel möchtest du setzen? Die Wetten sind platziert. Ah, ich hab gewonnen. Nun wird das Spiel beginnen. Hab ich gewonnen? In der Tat, du hast gewonnen, du alter Glückspilz. Noch eine Runde. Bug ist, ich kann, soll ich jetzt auf jede Zahl setzen, die ich will, oder? Ich setze auf die 7. Sicher? Naja, ist ja deine Wahl. Wie viel möchtest du setzen? Die Wetten sind platziert. Verloren. Möge das Spiel beginnen. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Hab ich gewonnen? Nein, leider nicht. Ey, ganz ehrlich, das ist ja mal der übelste Beschiss. Ich setze auf die 12. Sicher? Ja, sicher. Oh, ist jetzt 50. Die Wetten sind platziert. Ey, was für ein Scheiß, Alter. Nein. Also keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht. Einen schönen Gruß von Brick soll ich dir ausrichten. Er vermisst seit 2 Monaten etwas ganz Bestimmtes. Ich habe doch vor einer Woche schon gesagt, dass das Geschäft gerade nicht besonders gut läuft und ich das Geld noch nicht habe. Ende des Monats kannst du es haben. Mit mir brauchst du nicht zu verhandeln. Ich will Geld sehen. Oder ich hole es mir eben selbst. Sei vernünftig. Alleine brauchst du dich uns nicht entgegenzustellen. Außerdem habe ich das Geld nicht parat. Gut, komm morgen wieder. Dann habe ich das Geld. Das hoffe ich. Und zwar für dich. Also das mit diesem, das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, weil ich wusste, auf welche Zahl ich setze. Hat er gesagt, auf welche Zahl ich wetten soll? Also, es steht aber auch nicht da, auf welche Zahl ich setzen soll. Also, es spielt keine Rolle. Das hat irgendwie echt überhaupt nicht funktioniert. Ich habe 5-mal gespielt, 1-mal gewonnen. Wow. Und jedes Mal ist auch eine komplett andere Zahl rausgekommen. Also mit irgendwelchen gezinkten Würfeln oder so einem Quatsch, das hat alles nicht funktioniert. Also vielleicht, ich habe vermutlich einfach irgendwas falsch gemacht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber... Ich wüsste jetzt gerade nicht was. Ich habe es eigentlich so gemacht, wie es laut... Tagebuch vorgesehen war. Daher. Nichts zu holen. Ja, da ist nichts zu holen. Im wahrsten Sinne des Wortes, da ist nichts zu holen. So, ich hau mich mal aufs Ohr. Komm ich mal morgen wieder. Er hat jetzt eine Nacht Zeit, die Kohle zu beschaffen. Ich meine, ich habe ihm ja gerade haufenweise Kohle in den Arsch gestopft. Dann wird er das Geld doch jetzt hoffentlich haben. Wo ist er?
Denn wenn nicht, muss ich ihn umbringen. Da bin ich wieder. Wie sieht es mit unserer Abmachung aus? Ich habe das Geld. Genau 600 Rupiri. Hier, nimm. Und jetzt verschwinde und lass mich meiner Arbeit nachgehen. Ich danke vielmals. Also das mit diesen dieser lustigen Sieben, das hat echt überhaupt nicht funktioniert, Mann. Aber jetzt auch keinen Bock, da jedes Mal zu investieren, so. Sehr nervig. Lass uns spielen. Was darfst? Oder warte mal, vielleicht muss ich mir das nochmal kurz erklären ich lassen. Ich möchte doch nicht wetten. Lass mal sehen, was... Aber sehr gerne doch. Du wirst anzubieten. Was interessiert? Die lustige Sieben. Lustige Sieben hört sich interessant an. Wohl wahr. Die Regeln sind denkbar einfach. Das Spiel wird mit zwei Würfeln gespielt. Man wettet auf eine bestimmte Augenzahl, also zwischen 2 und 12. Danach werden die Würfel geworfen. Hast du richtig geraten, dann bekommst du das 3,5-fache deines Einsatzes zurück. Sieht ja nicht besonders erfolgsversprechend aus. Eine Chance von 1 zu 11, dass ich gewinne. Nicht so voreilig. Natürlich ist auch daran gedacht worden. Du musst wissen, dass sich die Zahlen auf 3 Lager aufteilen. Das erste Lager besteht aus der 2, 4, 6, 9 und der 11. Hast du auf eine dieser Zahlen gewettet und es wird tatsächlich eine von diesen Augenzahlen geworfen, allerdings nicht diejenige, auf die du gewettet hast, dann bekommst du deinen Einsatz. Analog verläuft das mit der 3, 5, 8, 10 und der 12. Das ist das zweite Lager. Übrig bleibt jetzt nur noch die 7. Ja, bei dieser Zahl hat man ein großes Risiko, doch auch den dreifachen Gewinn. Das gleicht die ganze Sache aus. Der Maximaleinsatz pro Runde ist bei diesem Spiel auf 200 Rupiri begrenzt. Lass uns spielen. Was darf's denn sein? Ich möchte die lustige 7 spielen. Na, was soll denn deine Glückszahl werden? Ich setze auf die 7. Sicher? Ich möchte das gleiche setzen wie beim letzten Mal. Jetzt habe ich 50 gesetzt, Alter. Die Wetten sind platziert. Möge das Spiel beginnen. Habe ich gewonnen? In der Tat, du hast gewonnen. Alter Glückspilz. Noch eine Runde. Ja, jetzt habe ich 5 Spiele gemacht, 2-mal gewonnen. Wow. Jetzt nochmal auf die Scheiße. Ich setze auf die... Sicher? Die Wetten sind platziert. Möge das Spiel... Habe ich gewonnen? In der Tat. Noch eine Runde. Ja, ich muss offensichtlich immer auf die Scheiße setzen. Ich setze auf... Sicher? Mach jetzt mal aus Spaß 100. Ich wette, ich verliere jetzt. Die Wetten sind platziert. Oh, guck mal. Möge das Spiel beginnen. Habe ich gewonnen? In der Tat. Du hast noch gewonnen. Wie oft muss ich denn das jetzt durchziehen, Alter? Ich setze auf die 7. Sicher? Die Wetten sind platziert. Okay, jetzt klappt's. Habe ich gewonnen? In der Tat. Noch gewonnen. Okay. Also ich muss immer auf die 7 wetten. Ich setze auf... Sicher? Die Wetten sind platziert. Jetzt hab ich verloren. Habe ich gewonnen? Nein, leider nicht. Ich setze... Sicher? Die Wetten sind platziert. Gewonnen. Habe ich gewonnen? In der Tat. Noch lang. Wie oft muss ich das jetzt ich machen, ist die Frage. Sicher? Wie oft muss ich jetzt gewinnen, bis das so durchgeht?
Die Wetten sind verloren. Habe ich gewonnen? Nein. Ich setze auf sicher. Die Wetten sind platziert. Habe ich gewonnen? In der Tat noch nicht. Wie oft muss ich das jetzt. Ich frage mich, wie oft muss ich das jetzt durchziehen? Auch mal zu verlieren, ja, okay. Um ihn abzocken zu können. Tja. Aber wie lange ich jetzt mit ihm spielen soll. Die Chancen soll. Ich soll ihn beim Glücksspiel genauso abzocken, ja, das ist mir so, erste und so. Okay, ja, gut, steht jetzt nicht da, wie oft ich das jetzt machen soll. Was? Ich möchte. Ne? Ich setze. Sicher? Ja, wir machen jetzt mal die 7 wieder. Die Wetten sind platt. Habe ich gewonnen? In der Tat, du hast noch Musik hier im Krebs ist auch ziemlich laut, ich weiß, aber. Ich setze auf die. Sicher? Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr. So, jetzt wette ich, verliere ich wieder. Die Wetten sind platziert. Wieder gewonnen. Okay. Möge das Spiel. Habe ich gewonnen? In der Tat, du. Noch nur. Die Roperi habe ich jetzt hier schon rausgeholt, Mann. Ich setze auf. Sicher? Ich möchte das. Die Wetten sind platziert. Verloren. Ab. Nein. Ich setze. Sicher? Ich möchte das. Die Wetten sind platziert. Habe ich gewonnen? In der Tat noch. Wie oft kann ich das denn jetzt durchziehen, ist die Frage. Ich setz sicher. Bin verwirrt. Ich möchte. Die Wetten sind platziert. Habe ich gewonnen? In der Tat noch. Okay, keine Ahnung, wie oft ich das machen muss. Wie viel habe ich denn jetzt gewonnen dadurch? Bei 6000 bin ich jetzt schon. Komm, einmal mache ich noch. Lass uns. Was da? Ich dachte, irgendwann kommt jetzt halt mal so ein Dialog wie: Hey! Ich habe kein Geld mehr oder irgend sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich setze auf die. Sicher? Ich möchte das gleich. Die Wetten sind plötzlich. Habe ich gewonnen? In der Tat. Okay, ich höre jetzt auf damit. Ich weiß es nicht. Das kann jetzt irgendwie gefühlt noch so ewig weitergehen. Jetzt erstmal ins, oh, das wollte ich nicht. Wieso wolltest du das machen? Oh, Klassiker. Weißt du, wie kriege ich das jetzt weg? Okay, ist egal. Ich danke an dieser Stelle erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut. Und Bewertung nicht vergessen. Ciao.